Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss mal fix hier Rollläden hochmachen, Leute. Ein bisschen Licht reinlassen. Es ist, ja, Freitag, sehr, sehr entspannter Freitag, weil irgendwie fällt irgendwie fast alles aus wegen Sturm. Und ich gehe jetzt gleich Fahrrad fahren mit dem Marvin zusammen, denn der Marvin ist wieder zurück auf dem Bike und endlich kann er wieder mit uns Fahrrad fahren gehen. Der ist ja letzte Saison ganz, ganz früh ausgefallen und eigentlich ist der Marvin ein bisschen mitschuld, dass wir überhaupt Fahrrad fahren. Und irgendwie kam es nie dazu, dass wir wirklich auch mal zusammen Fahrrad fahren. Deswegen bin ich echt happy, dass er jetzt wieder am Start ist und er mit uns Fahrrad fahren kann. Aber jetzt erstmal Morgenroutine, Greens trinken. Leute, ich trinke jetzt die Dinger fast einen Monat. Der Monat ist fast voll und ich kann euch ja mal so ein kleines Feedback geben. Nochmal zum Thema Athletic Greens. Eigentlich relativ easy. Athletic Greens sind Vitamine, Mineralstoffe, sehr hochwertig verarbeitet und die kommen bei mir momentan in der Diät ein bisschen zu kurz. Deswegen gibt es diese Kooperation momentan. Deswegen danke fürs Sponsoren dieses Videos und ja, das Feedback ist einfach wirklich überraschend. Am Anfang, die erste Woche, habe ich ehrlich gesagt kaum was gemerkt, aber mittlerweile habe ich echt mehr Energie und muss einfach sagen, dass es wirklich was bewirkt. Bei mir ist es so, ich brauche zum Beispiel weniger Schlaf, ich stehe morgens früh auf und bin eigentlich relativ schnell fit. Natürlich ist echt mein Körper jetzt übergeladen mit Vitaminen, Mineralstoffen. Da ist auf jeden Fall kein Mangel mehr da. Und wenn ihr das Ganze mal selber testen möchtet, mit dem Link unten in der Beschreibung, bekommt ihr kostenlos einen D3 plus K2 Jahresvorrat noch mit dabei auf eure Bestellung. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das Ganze selber mal auszuprobieren und aus eigenen Erfahrungen zu sprechen, probiert es einfach mal aus. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich hoffe, dass die Kooperation bestehen bleibt, denn ich habe so ein bisschen Angst, wenn das Ganze vorbei ist und leer ist, dass ich wieder weniger Energie habe. Also da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber mal gucken, vielleicht lässt sich da ja was machen. Also Athletic Greens, wenn ihr das seht, sagt gerne mal Bescheid, ob ihr vielleicht auch Bock hättet auf sowas wie eine langzeitige Kooperation. Aber ich mache mich jetzt ready und dann geht's ab aufs Bike, denn ich muss auch noch mit dem Rad zum Marv fahren. Let's go! Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe uns schon mal kurz hier diese D3. Das ist das D3. Und das hier sind so Travel Packs. Auch eigentlich ziemlich cool. Die kannst du hier rausnehmen. Und dann habt ihr halt so einen kleinen Vorrat für unterwegs. Wenn ihr irgendwie auf Reisen seid oder so, dann habt ihr einfach, müsst ihr nicht die große Dose mitnehmen, sondern könnt halt das Kleine mitnehmen. Ist eigentlich ganz praktisch. Die bewahre ich mir auf, wenn es nach Österreich geht, würde ich mal sagen, Leute. So, jetzt aber ab aufs Bike. Einfach ein bisschen warm fahren, reinkommen, dann wird das schon. Ihr wisst ja Bescheid, mittlerweile, also zumindest nach Halde Hanil, habe ich mich mit dem Fokus ziemlich gut angefreundet. Und auch heute war es so, dass ich mich einfach mal darauf eingelassen habe, dass ich mich an das Bike nur mal gewöhnen muss. Und der Umstieg zwischen Fokus und Torque und so weiter, der ist halt immer so ein bisschen tricky für mich. Allerdings ist es wirklich so für mich mittlerweile, dass ich einfach weiß, ich muss mich einfach ans Bike gewöhnen und dann wird das Ganze schon. Oh.
alles von den Stöcken hier befreien. Mittlerweile habe ich sogar gemerkt, dass das Bike in der Luft um einiges stabiler ist. Und so langsam kommen die Effekte, die so die Leute immer behaupten, wirklich zur Geltung. Das heißt, dass das Bike durch sein Gewicht einfach stabiler in der Luft ist, dass man sich sicherer fühlt. Und so langsam kann ich die Dinge wirklich nachvollziehen. Alter, überall Stöcke. Wichser. Die Banane bei Mario Kart. Passiert, Pedale verloren. Naja, einfach alles verkackt. Man bremst ab, wenn es nicht passt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt weiß, wie ich mich langsam an das E-Bike gewöhnen kann, freue ich mich einfach mega auf die ganzen Flow-Trails, die einfach mit dem Bio-Bike nur halb so viel Spaß machen, weil der Weg nach oben immer richtig lang ist. Ach Leute, ich sag's euch, ich bin so happy, wenn einfach alles wieder ganz normal auf ist und man überall fahren gehen kann. Nachdem wir Nussbaum abgehakt hatten, wollte der Marvin mir unbedingt noch einen anderen Spot zeigen. Da sollten ein paar Sprünge sein, die fürs Training ganz, ganz gut wären. Junge, du bist einfach krass. Einfach ohne Motor. Ja, trotzdem sehen meine Beine aus wie, keine Ahnung, wie das hier. Alter, wie geil! Ja, ne? Übelst geil! Step down, dann hast du mehr Schwung und wieder da hoch. Ah, der zweite ist übelst cool. Ne? Richtig geil. Nochmal. Kannst du auch ein bisschen so reißen und so. Ja, ja. Naja, sag ich ja. Alter, Alter, ist das hart. Ja, boah, mit den Schuhen gar keinen Grip auf den Pedalen, Alter. Nein. Ey Junge, das ist was von meins. Ist leichter mit dem hier, ne? Hä? Mit dem ist einfacher hier zu springen. Ja, viel einfacher, Digga. Ich komme damit auch viel besser. Klar. Ja, das ist so steif, dein Fahrrad. Kannst du hier Pflaster dran machen? Ja. Ja, ist alles hart, ne? Alles einfach hart, Alter. Wow! Alter! Ja, viel zu weit. Ja, weil ich dir hinterhergefahren bin.
Leute, es war ein mega cooler Vormittag mit dem Marvin zusammen und ich bin mega happy, dass er wieder richtig fahren gehen kann und dass man jetzt mittlerweile fast jedes Wochenende unterwegs ist zusammen. Ich hoffe einfach sehr, dass das noch bis zur Saison anhält und sich keiner von uns irgendwie verletzt. Deswegen, Leute, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr seid gesund und fit, denn die Saison steht vor der Tür und bald geht's wieder los. Bis zum nächsten Mal.